Hallöchen Nachbarn, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Age of Conan. Wieder mit dabei der Alex. Hallo. Und ja, ich habe mich eingekleidet. Bin eine hübsche Prinzessin. Du hast immer noch einen hässlichen Mütze auf. Ja, aber habe ich so viel Geld für ausgegeben, die muss jetzt bleiben. Und dein Gürtel ist auch noch nicht aufgerettet, ne? Der Gürtel kann auch Rüstung haben. Ja, ne, aber das finde ich ganz cool, der passt zu der Mütze. So, was machen wir? Banut heißt der. Ja, was machen wir jetzt? Hast du dir drüben die Quest geholt und dann unten bei der Puffmutti hast du auch geholt hier, ne? Bei Sancha. Ja, genau, da waren wir ja schon. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu dir. Sag mal, wie viel Geld hast du? Guck mal, bei dir hast du schon 10 Kupfer. Wo sehe ich das? Ne, ich habe jetzt 6 Kupfer, habe ich jetzt. Ja, schade. Dann machen wir jetzt einfach mal die erste Quest hier. Letztes Mal habe ich zum Beispiel einen großen Fehler gemacht. Dann bin ich hier durch die Gegend gelaufen und habe mich in dieser einen Quest, die wir jetzt als nächstes machen. War das die nächste oder übernächste? Ich glaube die übernächste Quest. Habe ich mich total einschüchtern lassen von irgendwelchen Stufe 14 Leuten, die da standen. Okay. Die eigentlich nur dazu da waren, um wahrscheinlich dir irgendwie einen... Hallo. Nochmal zu nennen. Achso, sie gibt mir eine Quest. Ja, die eigentlich nur dazu da sind, um so eine Art Hindernis darzustellen, ja? Und ich dachte, oh Gott, die sind schon Stufe 14. Jetzt muss ich so lange leveln, bis ich damit mithalten kann. Auf einmal war ich dann Stufe 14, bin dann in die Nachtquests gegangen. Also in die Singleplayer-Quest. Und dann waren die alle total unter meinem Level. Nachher. Dann waren die schon grau. Ja, wenn du jetzt mit Tina redest, dann wirst du in die Nacht teleportiert. Und da ist dann unten ein Händler. Aber ich glaube, wir sind jetzt getrennt voneinander. Warte. Nein, sie drohen uns und stehlen unser Bier gleich fässerweise. Bist du verrückt? Bitte regle die Sache. Ja, genau, du bist nicht mehr hier. So, wenn du denn runtergehst, nachdem du das gemacht hast. Ja. Also eine Ebene tiefer nur. Einfach die eine halbe Treppe runter, diese halbe Ebene. Da steht dann ein Butterfly, Schmetterling oder so. Weißt du, und wenn du nach ganz unten gehst mit dem Ding, dann ist da eine Traveler's Trust. Oh, das sind sogar 25 Kupfer. Siehst du das? Also ich sehe es hier auf meinem Questradar, aber ich weiß nicht. Hä? Ja, du musst jetzt mit ihr reden. Also du musst mit Tina reden. Die steht auf der anderen Seite von der alles oder wie heißt. Ach ja, hier. Richtig. Und Tina, da kannst du deine Quest annehmen, dass du sagst, hier, ich habe einen Brief für dich von dem Typen vor der Stadt. Genau. Und dann, dann kannst du ihr sagen, ja, ich bin hier der und der und suche diese komische Seherin Nadini. Und dann sagt sie, ja, dann musst du in die Nacht weggehen. Dann kannst du sagen, ja, ich will in die Nacht. Und dann bist du halt so Singleplayer-mäßig. Das stimmt, ja. Steht sogar da. Einzelspieler. Aber du scheinst erschöpft zu sein. Ja, dann machen wir die mal zuerst hier. City of Tortage, Tortage Nighttime. Ach ja, du kannst ja auf deine Karte, du darfst 3 Quests hier gerade mal anzeigen lassen als verfolgt, ja? Also da sind dann, kannst du so Pfeile mit Doppelklicke setzen und wenn du eine markiert hast, schon, dann kannst du andere demarkieren sozusagen. Du kannst aber die letzte, die du hast, markiert hast, nicht demarkieren. Denn man muss immer eine noch mindestens markiert sein im Log. Und wenn du denn da noch drüber bist, so dass das Ding irgendwie so leuchtet, im Questlog, dann da zeigt er dir die Orange auf der Karte an. Extra. Im Vergleich zu anderen Quests. So, ich soll jetzt zu Nadini gehen. Richtig. Mit dem Offizier der Roten, okay. Hier Schmetterling, Händler. Ah. Aalkuchen. Gekochte Eier. Ranziger Schleiernetztrank. Richtig lecker hier. Ist noch eine Katze. Ja. So, jetzt geh einfach hier raus, oder was? Ich bin aufgestiegen. Ja, genau. Hast du jetzt gesagt, dass du in die Nacht willst? Genau. Ja, dann gehst du einfach raus. Dann drückst du mal dein Journal J. Dann gehst du nach ganz unten. Dann müsste dann Stadt Tortage Nacht oder so sein, irgendwie. Eine Rubrik. Ich hab da Nacht. Tortage bei Tag, bei Nacht, ja. Genau, ah, genau. Dann müsstest du nochmal Tortage Night, noch einmal einen Reiter machen, dann müsstest du da das Erwachen an die gestrandete Schiffbruch oder irgendwie so. Schiffbrüchig, ne? Ja, genau. Genau, dann machst du da Doppelklick drauf. Ja. Und dann müsste das jetzt gelb markiert sein und ein Pfeil dran, richtig? Jawohl. Ein Pfeil heißt, dass du das als hervorgehoben hast. Du kannst 3 maximal hervorheben auf der Karte. Die anderen sind dann violett sozusagen. Und das Ding, was du einmal so gelb leuchtet, das wird dann orange auf der Karte sozusagen angezeigt. Ah ja, okay. Hervorgehoben nochmal extra. Und da musst du den jetzt einfach mal hinterherlaufen.
scheint irgendwo hier zu sein. Ich soll mit Velesa reden. Wer ist denn das? Angegriffen mitten in der Nacht, ey. Ach, sie jetzt mein Trainer ist. Das ist das erste Mal, dass ich keinen Schurken spiele. Wie er stirbt, ey. Woher weiß ich jetzt, mit welchem Stat ich bei meinem Bärenschamanen eigentlich Schaden mache im Nahkampf? Wieder eine Ahnung? Keine Ahnung. Ach, Melee Weapons except Daggers. Ja, dann wenn ich dann mit zwei Hand einen Knüppel rumlaufe, dann natürlich stärker, ne? So, jetzt habe ich einen neuen Hammer gekriegt. Jetzt gibt's erstmal so richtig bei dem. Ah, guck mal, ich krieg auch ganz andere Quests. Okay, ja. Du musst ja ganz andere Sachen machen. Du musst Arias verfolgen und schleichen und so. Du musst jetzt so zum Boot und den heilen gehen, okay. Es ist immer echt mal gut, dass ich mal was anderes spiele als einen, der nur rumrennt und alles meuchelt, ne? Wo man mit dem Bärenschaman auch eigentlich alles meuchelt irgendwie. Denn es ist ein Ohm. Deinen Bewegungen wohnen die Anmut eines Panthers und eine Anima. Dann schicke ich dich zu jemandem. Aber seien wir mal ehrlich, ne? Töten macht schon Spaß, oder? Ja, aber hallo. Wir sind halt Killerspielspieler. Können da nichts für. Das bezweifle ich. Wir mögen das. Ja, wir werden sehen. So. Ich habe übrigens noch keine Skillpunkte verteilt. Ja, dann kannst du noch nicht vernünftig schleichen. Das muss denn das hier oben? Objekt, Inventar, Ausrüstung, Fähigkeiten. So, mal gucken, was kann ich denn hier machen? Kampf. Nö. Physik, magisch, allgemein. Gruppierungen. Ach ja, bis jetzt, ich habe mich gewundert, warum ich nicht dich direkt heile oder so, ja. Mein Heal, Renewal, also Erneuerung oder so heißt das, ja. Ja. Den kann ich casten auf mich, also den löst der Automat einfach ohne Ziel aus. Wenn ich den dann benutze und ich dann, während das Ding auf mich wirkt, schlage, dann kriegen andere Leute einen Heal-Effekt sozusagen. Ah, verstehe. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Hot ist oder so, muss ich mal ausprobieren. Wo? Das heißt, so richtig krass heilen kann ich noch nicht. Kannst du nicht denken, haha, ich gehe irgendwie umhauen und so heile dich hoch. Nee. Wenn dir eine richtig eine reingibt, dann hilft ich wohl nicht so viel. Momentan. Wo verteile ich denn meine Punkte? Du drückst P, dann hast du Skills und da kannst du dann Plus an die Dinger machen. Ich habe hier links Attribute und rechts habe ich PvP-Kram. Genau, dann hast du noch weitere Reiter. Ach, da, Fähigkeiten. Da dann Skills. Genau, Fähigkeiten auf Deutsch wahrscheinlich. Ja. Da habe ich aber nur, ich kann nur laufen, klettern und verstecken. Genau, ich kann bisher nur laufen und klettern. Also kann ich nicht verstecken, okay. Ah, machen wir mal klettern. Wie viel gebe ich da jetzt rein? Ich habe 180. Ich mache einfach mal voll. Also du kannst einfach alles mal voll skillen erstmal. Wow, ich habe einen Heal-Effekt. Wie lange hält denn der, Mann? Ziemlich lange. So, okay. Jetzt kann ich, wie mache ich das jetzt? Verstecken? Erfolgbrot? H drücken, das ist automatisch auf H erstmal gewandelt. Kannst du natürlich umlegen. Oh, geil! Wow. Wenn die dich nicht sehen, dann kannst du einen Backstep-Attacke geil machen. Aber ist schon gar nicht so uncool. Also, wenn sie dich nur nicht andauernd sehen würden, wenn es ein Tag wäre. Nachher spielst du ja gar nicht mehr in der Nacht, ne? Das gibt's ja gar nicht mehr sozusagen als. Ach so. Ja, das gibt's halt gar nicht, nur noch für Klassenquests wahrscheinlich. Also ich habe auf 30 noch nicht weitergemacht. Weil das ist auch schon ewig her, dass ich das damals gespielt hatte. So, was muss ich denn überhaupt jetzt machen? Warte mal, das Erwachen. Oh, ich habe ein Fatality gemacht. Bin so cool. Mit Tina sprechen, jawohl. Wo ist denn Tina? Tina! Map. Ach stimmt, ich kann mir Mana-Wasser kaufen. Taverne. Ach genau, jetzt muss ich wieder zurück zu der. Ah, verstehe. Hui! Ja, das ist die erste. Bei mir, also bei dir bleibt die erste, die Tina, deine Klassentrainerin sozusagen. Ich wurde danach dann weitergeschickt zu dieser Heilerin, die da unten steht. Velesa heißt sie oder so. Hm. Ach ja, und wenn du zu schnell, während du in der Combo-Animation bist, oder bevor, sagen wir, du kannst ja eine Combo auslösen, ja?
Wirklich? Und wenn die Combo-Animation, die Schluss, der Finisher noch nicht eingesetzt hat, ich weiß, wenn du dann eine Taste drückst für einen anderen Schlag, dann überschreibt er die, ja, die Finisher selber und dann fühlst du ihn gar nicht aus. Und damit hast du es wahrscheinlich nur abgeworfen. Das hat nicht zu schnell anscheinend drin. Mein Halbbruder Siku, der mit einem Schiff aus Stygien kommt, hätte heute eintreffen müssen. Ich möchte, dass du Arias sicherheitshalber folgst, ohne dass er dich sieht. Der Alte ist nämlich einer von König Conans Männern, ein Spion oder etwas. Der durstige Köter dankt. Der durstige Köter dankt. Jetzt kann ich mir 19, das ja kostet alles dasselbe. Das ist Quatsch, ey. Wie bitte? Jetzt habe ich hier Questblumen, die ich überhaupt nicht gebrauchen kann, ey. Voll der Quatsch. Ja, das ist immer noch richtig oldschool gemacht, ja. Ich habe hier erst auch Sachen gekriegt, die ich nicht gebrauchen kann. Vor allen Dingen als Assassine kriegst du zum Beispiel total viel Stoffzeug, was du halt nicht gebrauchen kannst, weil Intellekt und sowas drauf ist, ne? Mhm. Aber es ist halt der einzige physische DD, der irgendwie Stoff trägt. Deswegen ja auch sehr squishy ist. Wie gesagt, so auf Stufe 30 satte 5,3% Mad Damage Mitigation. Wuhu! So, dann gehen wir mal in die Richtung hier. So, das ist ein Hot, den ich dann mit meinem Heal mache. Der heilt dann 2 pro Sekunde. Was habe ich denn? Ich habe 367 aktuell. 367 Leben? Ja. Boah, dann hast du jetzt schon ein paar mehr als ich. Irgendwie so 40 oder so ungefähr. Mal gucken, was ich denn später für ein Heal krieg eigentlich. Das wäre echt mal gut zu wissen. Da oben rennt ein Krokodil rum. Erstmal totschlagen. Komm mal her. Betrunkener Tyrann, was? Ist er? Betrunkene Tyrann? Ja, die heißen so. Das ist so Unsinn. Das ist eine schlechte Übersetzung. Ich habe da keinen gesehen, der sich Englisch so oft übersetzen würde, meiner Meinung nach. Level 10 ist er. So, ich bin jetzt hier schön im Schatten. Wo ist denn meine Lichtanzeige? Wo ist das denn? Lichtskala, da. Nacht, Edelstein. Ach, was weiß denn ich, ey? Wie bitte? Was los? Hafenwache, mit dem kann ich reden? Hallo. Ach, die interessieren keinen. Guck einfach, wo das Kreuz ist. Auch geil. Ich habe mit dem geredet, wurde dabei enttarnt und sofort angegriffen und ich bin tot. Scheiße. Ja, du wirst, wenn du irgendwas anderes machst, außer schleichen, dann wirst du sofort enttarnt. Also wenn du zum Beispiel irgendwas benutzt oder so, Tür aufmachst, Gegend wechselst, kletterst, dann wirst du sofort enttarnt. Ach, Mann. Ja. Und das waren die 14er, oder was? Nee, 20er waren das hier. 20er? Ich kenne dich, Sklave. Ach so, war das ein grüner 20? Das ist alles, was zählt. Und deine Lebensuhr läuft ab, Sklavenbass. Weil ich glaube, enttarnen, da hatte ich vielleicht irgendwer anderes sogar. Muss man mal gucken. So, let's try this again. Was ist denn dein Questziel? Ich kenne die eigentlich noch, die Quest. Arias unbemerkt verfolgen. Ja, dann musst du richtig schön aufpassen, dass du da nicht hinterherläufst. Da sind irgendwo 14er stehen da rum. So, warte mal. Ah genau, ja, das waren die. Die haben mich auch umgenutzt. Ja genau, die. Da musst du aufpassen. Die sehen dich abhängig von der Stufe. Ich habe dir erst erzählt, irgendwie die Leute, die 7 Stufen unter mir sind, die sehen mich total gut, ja? Mhm. Also sehen die dich wahrscheinlich noch viel besser. Das ganze Geschleiche ist hier arg fragwürdig umgesetzt. Ja, nee, das war jetzt wegen, weil ich mit der Wache gesprochen hab. Einfach durchgeschlichen hier, geil. Oh! Stroms kriegerische Schergen, ne? Ich hab hier gerade schon wieder einen Boss getötet. Mit meinem Gehirn, ich bin so overpowered hier. Och, ich muss genervt werden. Da müsst mir eine Hand auf den Rücken hinnehmen. Wenn du uns zwingst, das hier zu tun, dann werden wir dich pfählen. Deine Drohungen sind nicht die Luft wert, die du dafür benötigst. Aber ich werde mit dir kommen. Vorläufig. Ist klar, ich stehe mitten auf dem Platz, aber bin halt unsichtbar, ne?
Weil ich schleiche. Mit Tina sprechen. Ach so. Ach, jetzt sind auch alle weg. Jetzt kann ich ganz normal wieder rumrennen. Juhu. Tina. Leckerchen, wo bist du? Die hat einen Freund. Den Typen vorne an der Tür. Zu mir hat sie gesagt, sie hat keinen Freund. Also zumindest keinen, den sie liebt. Das ist eine Lüge. Ich muss mal weglaufen, ich habe zu viele Leute gepult. Mal wieder. Das kann ich immer gut. So, jetzt habe ich ein bisschen gereckt hier. Willkommen im durstigen Köter. Ah ja, hier, vom Lore her. Es gibt ja Panther-Pikten hier und Fledermaus-Pikten oder so, ne? Also Bad-Pikts heißt die im Englisch. Und, dann gibt's nochmal Wolf-Pikten, die sind irgendwie immer Stufe 80, ne? Und sind irgendwie nett, aber mit denen kann man reden. Die stehen hier zum Beispiel auf der White Sands Isle, also Insel Weißsand oder keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Stehen die da rum. Und da haben die so ein komisches Billboard da rumstehen, wo man dann irgendwie eigentlich Aufträge übernehmen könnte, so wie das aussieht, aber machen kann man damit nichts. Ist schon irgendwie komisch. Wahrscheinlich irgendwas PvP-lastiges oder so. Aber PvP bei so wenigen Spielern glaube ich, dass da viel los ist, oder? Auf die Dächer klettern. So, kann ich jetzt wieder zum Tag gehen? Wenn du auf die Dächer klettern sollst, kletter doch auf die Dächer. Das Erwachen. Ah, nee, ist immer noch Nacht. Ah, okay. Oh, ich hab einen neuen Knüppel hier, du. So. Neuen Baumstamm? Nee. Pick dich schon. Oh, Alter. Der haut zu, Junge. Da hau ich zu, wie. Wenn ich einen Zug überfahren würde, so hau ich jetzt dazu, weißt du? Hammer. Wow. Barackenpanther. 5 Stück auf einmal. Mal gucken, wie viel ich pulle. Ein. Cool. Alter, scheiße, ich bin wieder voll reingelaufen hier, ey. Sind die Typen? Oh, ja. Okay, ich laufe einfach mal weg. Ja, man muss noch ein bisschen an deinem Skill arbeiten oder so, wa? Ja, ich dachte, das sind Level 7er, die können mir nichts. Oh, scheiße. Aber wie viele hast du denn gepult? Ich meine, du hast doch ein Zweihandschwert, hast du eine schöne Reichweite, du. Ja, aber 5 Stück. Ah, oh, okay. Hm, oh. Hast keine Chance. Ach ja, das sind die Typen, die den Treffpunkt bewachen. Ja, nee, die habe ich damals auch nicht geschafft. Gut, ich war ja Assassin, der hat eh keine Aoi, aber die waren hart, also ich habe nicht mal einen kaputt gekriegt, bevor ich weglaufen musste. Ich habe übrigens einen neuen Skill, was macht der? Schlechter. Eine Reihe von Hieben mit dem Ziel, Knochen zu brechen, geil. Eine Reihe von Hieben, ist das Duel? Muss mal gucken. Irgendwann müsstest du auch deine Duel-Angriffe kriegen. Zweihandschwert, Zweihandkeule. Okay. Ach, aber nur mit denen, ja? In dem Fall ja. Okay. So, welcher ist denn das? Ist das der da? Oh, fuck. Jetzt hab ich fast hier den NPC angegriffen, ey. Also, grüne NPCs kannst du nicht angreifen, ne? So, den kannst du nichts tun. Achso. Brauchst du keine Angst haben. Und neutralen kannst du auch nichts tun, ne? So ist auch nicht. So, wie komme ich jetzt an denen vorbei? Jetzt kann ich hier irgendwo rumklettern, oder was? Irgendwo musst du jetzt eine Leiter finden. Irgendwo müsst ihr dir, wenn du sein Skill genug hoch genug ist, müsst ihr dir sagen, hier kannst du klettern. Du musst mal genau gucken auf der Map dann. Also da ist eine Leiter, aber die ist direkt neben denen. Nee, du musst einmal rumlaufen. Die zeigen dir richtig an auf der Karte, wenn du die Quest verfolgst sozusagen, wo welchen Punkt genau du die Leiter findest sozusagen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ach ja, ich kann ja einfach hier lang. Ja, klar. Okay. Ich dachte, die Zuschauer brauchen sich nicht wundern. Ich habe das alles schon gespielt. Also ich bin nicht overpowered oder so, ne? Hier sind Leibwächter. Overpowered bin ich auch, aber ein bisschen tue ich es trotzdem. Also mit den Skills komme ich noch nicht so wirklich klar. Da muss ich noch ein bisschen hier. Ja, einfach immer ein bisschen später. Fang an, erst langsam zu drücken. Ja? Ist besser, als wenn du immer die Kombos unterbrichst. Ja. Drück lieber einmal eine halbe Sekunde später. Nee, das meine ich nicht mal, sondern allgemeine Skills. Ich habe das nicht mehr drin, dass man das
ich so viele Tasten drücken muss halt. Ach so. Nee, hatte ich auch überhaupt nicht drin, also. Also komm, hat aber auch ein paar Tage gedauert. Ah, wie der da hochklettert, wie sieht denn das aus, ey? Ja, ja. Als müsste aufs Klo. Ach ja. Ich habe hier so viele Mobs, die ich nebenbei plattwalzen kann hier in der Queste. Das ist schon interessant. Ja. Ziel erreicht, auf die Dächer klettern. So, und mit diesem wunderschönen Ausblick hier verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, Nachbarn. Tschüss. Tschüss.